Eine böhmische Weihnachtsgeschichte von Michael Haas oder der vierte heilige Dreikönig. Ich fürcht, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin der vierte heilige Dreikönig. Geboren, no des hört man eh im schönen Radetsch-Kralowe. Mit Namen Jirschi Pschihoda, in der Bibel steh Nivoda. Das ist eine traurige Geschichte, die welche heute ich euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehemen gemacht einen Umweg über Bämen. Und darauf habe ich gleich gewusst, geboren ist Herr Jesus Christ. Nur weil wir Bäm benehmen haben, besorgte ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht kein geschistig Schastel. Nein, hol mir zur Quargel in Hulzene Kastel. Meine Kollegen, die anderen drei kenne ich, waren ungeduldig schon ein wenig. In Damaskus, sie mussten warten, bis ich gekommen bin von Norden. Und Schimpf vermächtig durften kriegen. Na, sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön. Man hat die Sonne nur gesehen. No, prosim pane, was sag ich Ihnen? Mein Quarkel fängt sich an zu rinnen. Der Balthasar hat gleich geschniftelt, was in der Kiste da so diftelt. Doch ich hab zu ihm gesagt, du weißt nix. Ein Quarkel, was nicht diftelt, heißt nix. Der Stern, der vor uns hergezogen, ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat gemacht einen Bremser über einen Stadel. Drin war ein Bursch mit seinem Madel. Und in einem Bramburikistel mit Stroh und Windel, da ist sich gelegen das himmlische Kindel. Herr Kaspar, Melchior, Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe da. Und ich bring Kastel Hulzenes mit Olmitzer Qualgel Geschmulzenes. Drauf sagt der Josef, Maria, sagt der Josef, Maria, ich möcht wissen, hat sich der Bub schon wieder ange... Der Evangelist Matthäus hat gestrichen darum mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich deshalb nur sehr wenig, gestatten, ich bin der vierte heilige Dreikönig. Dankeschön, Dankeschön. Jirschi Pschihoda.